Und habt ihr gerade die leckere Pizza gesehen? Hey, hey, ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie man diese leckere, vegane, Antipasti-Pizza macht. Und normalerweise probiert man es ja am Ende, aber jetzt probiere ich es schon am Anfang. Mmh, so heiß, aber so lecker. Antipasti ist wirklich lecker zu machen. So, bleibt dran, schaut euch das Video an. Wir haben hier 400 Gramm Dinkelmehl, 1 Esslöffel Rapsöl, ein bisschen Salz, eine Prise oder zwei und 3/4 Päckchen vom Trockenhefe. Dann habe ich hier gemahlenen Boxhornklee, beziehungsweise ich habe ihn dann gemahlen, den gibt es ganz günstig zu kaufen und das ist Trick 17, der Teig wird dann so gut riechen. Ich mache mal einen Teelöffel Boxhornklee rein. Wer es nicht kennt, den würde ich raten, probiert erstmal ein bisschen aus, ob es euch überhaupt schmeckt. Und falls ja, könnt ihr immer mehr benutzen. So. Und das Ganze gießen wir mit lauwarmem Wasser auf. Und machen daraus einen Teig. Kameramann, kannst du mir ein bisschen Wasser rein? Gießen. Ja. Okay. Bitte. Danke. So, das kneten wir und sind gleich wieder zurück. So, jetzt haben wir ungefähr 5 Minuten oder 8 Minuten habe ich den Teig geknetet. So länger man knetet, umso geschmeidiger wird dieser Teig. Die Konsistenz sollte ungefähr so sein. So wie ihr seht, das sieht richtig gut aus. Ich habe schon lange keinen Teig mehr geknetet. Das Ganze könnt ihr natürlich auch mit der Maschine machen. Wir tun das jetzt einfach in eine Schüssel rein, decken es zu und bereiten jetzt den Belag vor. So, jetzt habe ich hier Gemüse da gehabt. Ich nehme ein bisschen Aubergine, so ein Viertel. Dann habe ich eine Zucchini und Paprika. Und wir schneiden jetzt unser Gemüse irgendwie, ich schneide es jetzt in Scheiben. Es wäre hilfreich, wenn es gleich dünn oder gleich dick wäre. Das ist eine Herausforderung, aber schaut das schon mal gut aus. So, hier habe ich meine Grillpfanne erhitzt. Sie können natürlich auch das Ganze im Backofen machen. Da platziere ich jetzt mein Gemüse drauf. Während das Antipasti vor sich hingrillt, machen wir schon die Panade oder die Marinade, meine ich. Und zwar, ich habe hier zwei 10 Knoblauch klein gehackt. Es ist ganz schön viel, aber dann werden wir die Tomatensauce nicht mehr würzen. Ich nehme hier 1,5 Esslöffel von dem Balsamico. Oh, jetzt habe ich das Öl vergessen. Guten Schuss Öl. Ich nehme hier Rosmarin und Basilikum. Wenn ihr frische Kräuter habt, ist natürlich umso besser. Oh, ich hatte frische Kräuter, habe es aber vergessen. Dann Zitronensaft. Ich
Ich mag es ein bisschen säuerlich, daher nehme ich einen guten Schuss Zitronensaft und Salz. Wir haben das Gemüse überhaupt nicht gewürzt. Daher können wir das mit der Soße ein bisschen nachhelfen. Ich mache hier noch einen Schluck Wasser rein. Ein bisschen Wasser. So, mein Kameramann hat hier jetzt ganz lecker mitgeholfen. Wir machen jetzt die ganze Panade, Marinade, wieso will ich immer die Panade sagen? Alles rein damit. Und ordentlich umrühren. Schaut, wie wunderschön der Teig aufgegangen ist. So, jetzt haben wir das ganz hauchdünn gemacht. Die Tomaten, passierte Tomaten, habe ich nur mit Salz und Pfeffer gewürzt. Kommt unsere Antipasti schon drauf. Wir machen jetzt noch ein bisschen Chili auf einer Ecke. Und dann kommt das Ganze für... Ja, bis es knusprig ist, bei Ober- und Unterhitze. Bei mir ist es 200 Grad, bei euch müsst ihr schauen, wie stark euer Ofen ist. In den Backofen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Pizza schmeckt auf jeden Fall mega lecker, richtig knusprig. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Kommentiert das Video, teilt es Kameramann und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video, denn das gibt es bestimmt. Muah.